Moinsen Leute, willkommen zur 101. Folge von Hobby Goldwaschen. Und heute machen wir mal dieses Paydirt hier. Das habe ich mir kommen lassen über einen Strohmann. Ich sag da später im Resümee noch was dazu. Das ist auf jeden Fall erstmal das Paydirt-Beutelchen, so wie es gekommen ist. Also in dem Paket, was gekommen ist, war leider noch ein anderes Paydirt. Was heißt leider? Glücklicherweise von dem Strohmann mit drinne. Das ist aber leider feucht gekommen und demnach hat dieser Aufkleber, der hier drauf ist, arg gelitten. Also man kann es hier gar nicht mehr lesen, aber hier stand halt Mineralien Franz P-Dirt. Und ja, das gucken wir uns nachher nochmal genauer an. So, das ist erstmal der Beutel. Das ist ein einfaches Sipptütchen, hier umklebt mit jede Menge Tesafilm. Normalerweise hebe ich ja solche Sipptütchen hier aber auch mal auf, aber das hier ist eindeutig verloren. Und was man hier auch noch sehen kann, ist, hier ist ein bisschen von dem P-Dirt in dem Kleber mit drinne. Das ist halt auch nicht so toll. Ja, und dass der Aufkleber von so ein bisschen Feuchtigkeit so gelitten hat, ist auch nicht so toll. Aber wir wollen ja nicht den Aufkleber essen, sondern das P-Dirt probieren. Deswegen schneide ich das jetzt mal auf und dann gucken wir mal rein, was da so drinne ist. Okay, also das rauszuholen ist auch nicht so einfach, wie ihr sehen könnt. Jetzt ist da immer noch was drin. Ich muss das Ding also komplett zerschneiden hier. Okay, gut, das soll das gewesen sein. Ich versuche das hier nochmal. Ne, keine Chance, das ist absolut eingeklebt. Aber ich vermute mal, da ist auch nichts drin. Und wenn, dann vielleicht ein Krümelchen Feingold. Also darauf soll es jetzt auch nicht ankommen. Gut, schauen wir hier mal rein. Was haben wir denn hier? Also natürlich, es handelt sich ja um Mineralien, Franz. Demnach sind auch Mineralien drin. Ich pick die jetzt eben mal raus. Und dann gucken wir uns das gleich mal genauer an. Okay Leute, also Magnetit haben wir so gut wie überhaupt nicht und das was hier zu sehen ist, also diese Mineralien hier kann ich nicht wirklich auf die Schnelle einordnen. Sie sind nicht hässlich, aber es sind halt nur Bruchstücke und alles mehr oder weniger ein und dasselbe Material und das hier sind Kupfernuggets. Also sie sind ja schön anzusehen und ich meine, ne, sieht ja toll aus und jemand, der keine Ahnung hat, der könnte auch drauf reinfallen, dass es jetzt sogar Gold wäre, aber nein, es sind Kupfernuggets. Der Sand selber ist, tja, allerfeinster Sand. Sieht ein bisschen aus wie Spielsand. Und ich vermute mal, dass es das auch ist. Aber nichtsdestotrotz, also durch den Feinsieb, glaube ich, brauche ich das gar nicht mehr wirklich hauen. Ich denke, da bleibt nichts liegen. Ich mache es jetzt aber trotzdem einmal ganz kurz. Ja, hier ist nichts mehr weiter drin. Außer, wir haben hier schon direkt das Gold liegen. So. Also hier haben wir noch ein Kupfernugget. Hier haben wir noch ein Kupfernugget. Und das hier sind die Goldnuggets. Also da. Eindeutig zu erkennen. Das ist Gold. Unterscheidet sich doch sehr von dem Kupfer, wenn man genauer hinsieht. Ja, aber ich zeige es euch natürlich jetzt noch mal ein bisschen genauer. So, hier, da könnt ihr mal drauf gucken. Hoffe ich doch jedenfalls einmal Kupfer, einmal Gold und die Mineralien da drin. Ja, ich glaube, das war es ja auch schon fast. Also, ein paar kleine Krümelchen könnten da ja noch drin sein. Deswegen baue ich jetzt kurz die Waschstation auf und wasche das einmal durch. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich einfaches Dirt. Gut, gehen wir das mal waschen. So, hier haben wir die Pfanne, hier haben wir das Substrat und ich mache jetzt auch gar nicht mehrere Durchgänge damit, weil tja, ich denke nicht, dass das Zeug schmutzig ist, nicht wesentlich und dass mich auch keine irgendwelche Widrigkeiten hier drin erwarten. Ja, also wirklich schmutzig ist es nicht, schwimmen leicht einige Partikel auf. Also wenn jetzt Feinsgold drin wäre, wovon ich nicht ausgehe,
Dann könnte es natürlich sein, dass das jetzt aufschwimmen könnte. Aber was laber ich? Gucken wir einfach mal, was jetzt bei rauskommt. Das ist es. Eine Mikroprise Schwarzsand war jetzt noch drin, die habe ich aber nicht rausgeholt, weil sie einfach zu wenig ist, um da jetzt noch den Aufstand mitzumachen. Und hier sind noch zwei Stückchen, die sind ganz einfach durch den Sieb durchgefallen. Die nehme ich jetzt auf und tue die direkt mit hier auf die Schale drauf. Na, mal sehen, kriege ich auf Kamera nicht hin. Na egal, also wir sehen uns auf jeden Fall jetzt im Resümee. Es ging fix. So, willkommen im Resümee und da sind wir jetzt hier bei eBay, wo man das Zeug kaufen kann und der Suchbegriff ist hier oben, wie immer, Paydirt und da kommt das Zeug auch schon gleich an erster Stelle. Paydirt, Gold Nuggets, Flitter, Flussgold, Yukon, Alaska, USA, 0,200 Gramm. Also sehr spezifisch 0,200 Gramm, nicht mindestens oder so, sondern 0,200 Gramm für 38,10 Euro. Gratis 3-Tage-Lieferung und was wir hier unten noch sehen können, ist halt gleich an nächster Stelle das Lucky Pen Paydirt. Das habe ich ja auch schon mal gehabt. Den Link zu dem Video packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Und dann kommen hier halt noch die anderen Paydirts. Und was euch jetzt vielleicht auffällt, das möchte ich hier ganz kurz einschieben, ist, meine Paydirts sind nicht mehr dabei. Also mal abgesehen davon, dass ich in der letzten Zeit sowieso kaum noch was über eBay verkauft habe, hat mich eBay jetzt vor ein paar Tagen erstmal gesperrt, weil irgendwas mit meiner Steuernummer nicht okay ist. Ich habe keine Ahnung, was mit meiner Steuernummer nicht okay ist, aber irgendwas scheint da nicht okay zu sein und deswegen hat mich eBay erstmal ausgesondert. Ist nicht ganz so schlimm, meine Produkte gibt es natürlich nach wie vor. Der Link zu meiner Webseite ist ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Gut, und jetzt gucken wir uns mal das Paydirt, Gold Nuggets, Flitter, Flussgold, Yukon, Alaska, USA 0,200 Gramm vom Mineralien Franz an. Oder auch nicht, wenn es nicht geht. Pleiten, Pech und Pannen. Das ist einfach normal. So. Hier, Blödsinn, warum? Okay, gut. Also. Paydirt, Gold Nuggets, einkaufen, zwei kaufen, drei kaufen. Es gibt halt Rabatt, wenn man mehrere kauft. So, das Ganze kostet 38,10 Euro, wie ich eben schon sagte. Und dann lesen wir uns mal kurz die Beschreibung von dem Paydirt durch. Hallo, ihr lieben Goldwäscher. Holt euch den Goldrausch nach Hause. Hier haben wir ein sehr schönes Paydirt zum Auswaschen. Dieses Paydirt hat 200 Gramm feinen Rheinsand. Rheinsand, Rheinsand, Rheinsand. Ganz genau. Wieder mal. Rheinsand. In diesem Paydirt sind 0,200 Gramm Flussgold enthalten aus Yukon, Alaska, USA. Kleine Flitter, kleine Nuggets. Flussgold eben. Ich garantiere euch 0,200 Gramm Flussgold aus Yukon, Alaska, USA. Gut, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört in dem kurzen Absatz. Selbstverständlich ist sogar noch ein ganz kleines bisschen mehr drin als genau 0,200 Gramm. Aha, okay. In diesem Paydirt ist aber noch viel mehr drin als nur die 0,200 Gramm Flussgold. Dieses Paydirt enthält zudem noch 5 Gramm Kupfernuggets aus Copper, Michigan, USA. Noch mehr als zwei größere Kupfernuggets aus Michigan. Kupfernuggets sind ja auch selten. Denn auch bei Kupfer gilt. Okay, das ist, da fehlt irgendwas. Also, denn auch bei Kupfer gilt. Das allermeiste Kupfer wird zu Barren und Brammen eingeschmolzen und in alle Welt verschickt. Für Kupferkabel, Kupferrohre,
EZT, also eigentlich heißt das ja ECT, naja gut. Dann sind noch 2,00 Gramm australische Opalsplitter mit Impedo drin. Ah, okay, gut, das werden die bunten Splitter sein, die ich eben gesehen habe. Also ich war mir nicht sicher, ich habe tatsächlich auf Opal getippt, aber jetzt weiß ich es genau. Opalsplitter mit Impedo, das sind Opalsplitter. Zu diesem Angebot sind noch 3 verschiedene Sammelfläschchen enthalten, wie auf diesen Bildern oben zu sehen. Diese Fläschchen sind aus Glas und mit schwarzem Schraubdeckel für eure ausgewaschenen schönen Fundstücke. Gut, die sind bei meinem Strohmann geblieben, weil ich gesagt habe, ich kann sie nicht gebrauchen, also die waren auch mit dabei. So, ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Paydirt-Folge. So, jetzt möchte ich dazu mal Folgendes sagen. Also holt euch den Goldrausch nach Hause. Ja, das ist ja, ich meine ganz ehrlich, Goldrausch für jede Jahreszeit, das ist ja eigentlich mein Schnack. Mit dem bin ich, mit meinen Lucky Lodos Paydirts, ne? Holt euch den Goldrausch nach Hause. Ich kann es euch hier jetzt natürlich jetzt leider nicht mehr zeigen, aber das ist schon ziemlich abgekupfert. Vor allen Dingen, ich weiß, dass der Mineralien-Franz unter meine Videos 2-mal kommentiert hatte. Ja, also ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass er sich das bei mir abgeguckt hat mit den P-Dirts. Und das spiegelt sich halt auch ein bisschen in dem Text wieder. Und was sich da ebenfalls drinne widerspiegelt, ist, dass der Mann zwar Mineralienhandel hat, aber wahrscheinlich leider selber noch nie ein P-Dirt gewaschen hat. Denn das jetzt hier war wirklich ein Kinder-Anfänger-P-Dirt. Also für jemanden wie mich oder vielleicht auch für euch, der wirklich ein Goldwäscher ist oder meint jedenfalls einer zu sein, der schon Erfahrungen hat, ist das Ding in 5 Minuten durchgewaschen und fertig, das war's. Ja, also wenn man jetzt wirklich nur diese Reihen 0,200 Gramm Gold haben möchte, die da drinnen versprochen sind, ja, die sind da ratzfatz rausgeholt, aber ob einem jedem das Geld wert ist, das muss jeder selbst entscheiden. Also ich würde es jetzt tatsächlich nicht nochmal kaufen, weil es war mir ganz einfach viel zu einfach. Und das machen auch die Opalsplitter oder die Kupfernuggets nichts wert, ja. Also das, ich meine, selbst wenn er schreibt, hier Kupfernuggets sind ja auch was wert. Ja, natürlich, Kupfer ist auch kein ganz wertloses Material, aber was soll man jetzt damit als Goldwäscher? Nichts. Also das ist, auch die Opalsplitter ist genau das, das sind Opalsplitter, das ist weder poliert, in meinem ist ja wenigstens noch anpolierter Opalbruch drin, das hier sind einfach wirklich nur Splitter, damit kann man nichts anfangen. Also ich jedenfalls nicht, ich wüsste nicht, wer damit was anfangen kann. Ja, gut, das ist das, dann gehen wir jetzt nochmal an die Schale und gucken uns jetzt noch einfach nochmal an, ob das auch 0,200 Gramm oder ein bisschen mehr waren und was halt so mit den Opalsplittern los ist und so. So, hier haben wir dann jetzt nochmal unsere Funde. Also das hier ist dann der Opalbruch. Also man kann es hübsch schimmern sehen. Aber wie gesagt, es ist alles Opalbruch. Da ist kein zweiter anderer Stein dabei. Das ist alles Opalbruch. Und so wirklich was anfangen kann man damit halt nicht. Mal abgesehen davon, dass es halt so ein bisschen schön shiny ist. Ja, hier sind natürlich, wie ihr sehen könnt, die Kupfernuggets. Also es ist jetzt das erste P-Dirt gewesen, was Kupfernuggets drin hatte. In all diesen P-Dirts, die ich bisher gewaschen habe, war nie Kupfernugget drin. Das sind jetzt die ersten, die da drin waren. Aber auch das ist eher für Kinder. Also mal ganz ehrlich, ich meine, was soll ein Erwachsener jetzt mit diesen Kupfernuggets anfangen? Höchstens einschmelzen zu irgendwas? Ich wüsste nicht, wofür man die gebrauchen kann. Tja, und das hier ist unser Gold. Bis auf 2 kleine Stückchen, die hier gerade noch lagen, alles mit einem Sieb rausgepult. Da war nichts, da war keine Schwierigkeit, also wirklich Schwierigkeit null. So, und jetzt packen wir das ganze Zeug mal auf die Waage und dann gucken wir mal, ob wir unsere mindestens 0,2 Gramm hier haben. Auf jeden Fall, Nuggets sind hier nicht dabei, Flitter sind aber auch nicht dabei. Oder vielleicht kann man das noch Flitter nennen, aber ja, also ich weiß nicht. Für mich sieht das alles so aus, da hat jemand eine Möglichkeit gesehen, jetzt nochmal Geld zu machen mit einer Idee, die er adaptiert hat. Finde ich ja gut, wenn ich Leute inspiriere. 0,213 Gramm sagt unsere Waage. 0,214. Also in dem Bereich 0,216. Okay. In dem Bereich bewegt sich das jetzt halt. Vom Goldgehalt, okay, versprochen. Ja, waren mindestens 0,2 und die haben wir auch raus. Also das ist okay, da kann ich mich nicht beklagen. Aber ansonsten war das Dirt halt super einfach. Also das mega einfache Einsteiger-P-Dirt oder ich weiß auch nicht was. Also für erfahrene Goldwäscher würde ich es jetzt nicht empfehlen. Und er hat übrigens auch noch ein Kinder-P-Dirt. Das habe ich mir jetzt nicht gekauft, aber das ist eindeutig auch adaptiert, sag ich mal,
Ob das jetzt alles lange auf dem Markt sein wird, weiß ich nicht. Wenn ihr das auch mal probieren wollt, wie gehabt, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da kommt ihr dann direkt auf eBay zum Anbieter hin und könnt euch das selbst mal ziehen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten war es das schon wieder mit diesem Video. Danke, dass ihr zugesehen und euch das reingezogen habt, euch mein Gestammel reingesaugt habt. Ich packe jetzt noch das Gold in das Goldröhrchen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Hobby Gold waschen und wir hoffentlich wieder Gold finden werden. Also bis dahin, Leute, reingehauen!